Einen wunderschönen wünsche ich euch, ob guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder gute Nacht, das ist ganz egal. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, einem entspannten Video. Wir spielen heute Homewind. Das habe ich auf Steamerino entdeckt. Es ist kostenlos und es geht darum, ganz relaxed eine City aufzubauen. Ein City Builder oder viel eher ein Königreich, je nachdem, wie man das so haben möchte. Warum steht hier eigentlich 1? Warum ist hier so ein Blatt mit einer 1? Prosperity, made by a solo developer, complete levels to beat the game. Ja, das mache ich dann nochmal. Das erste Level, eine 8x8 Map. Das Einzige, was ich aus der Beschreibung heraus weiß, ist, dass es irgendwie um Nähe gehen soll. Also, dass wahrscheinlich, was für Felder aneinander angrenzen, irgendeine Sinnhaftigkeit ergeben müsste, irgendeine Mechanik sein könnte. Wir können auch reinzoomen und können uns das hier alles erstmal so ein bisschen anschauen. Hier sind zum Beispiel Pferde mit Kühen. Ich weiß nicht, ob die in so einer Art Lebenspartnerschaft oder Lebensgemeinschaft miteinander leben, ob die gesagt haben, hey, wir, die Kühe und die Pferde gemeinsam, ich will nicht über Pferde reden, hatten wir im letzten Video schon irgendwie, nicht im letzten, im vorletzten Video schon eine etwas komische Thematik. Hier sind Schafe, man kann auch so drüber fahren, da bekommt man Infos wie zum Beispiel Tree, it's just a tree, da. Oder hier ein Wonder, makes anything nearby better. Ein Vulkan, a deadly place for many settlers, place a mine nearby to score. Also hier liest man ja auch schon immer nearby, ne? Place a mine nearby to score. Also viel so, das hat so was Brettspielartiges ja schon fast. Und ich werde jetzt erstmal mein City Center hier nehmen. Und dann kann ich das hier ja sicherlich irgendwo hinkloppen, wo der Platz frei wäre. Ich fände eigentlich jetzt natürlich hier so direkt neben dem Wunder, fände ich eigentlich ganz geil und so halbwegs an der Küste. Deswegen, das hier ist doch eigentlich ein ganz cooler Platz. Und dann sieht man schon, fügt sich das so wunderschön hier in die Umgebung mit ein und sieht aus wie ein Gemälde, was jetzt vielleicht nicht der größte Künstler oder die größte Künstlerin der Welt hervorgebracht hat, aber es hat doch eine gewisse Ästhetik. Choose a building pack. Also mit Mühe und Not könnte ich das vielleicht auch so zeichnen, ja. Das sage ich einfach mal ganz so arrogant. Also so mit, weiß ich nicht. 5 Monaten Vorbereitungszeit. Place buildings close to each other to gain points. So, guck mal, da kommt direkt die Erklärung, die ich vorwegnehmen wollte. Plan ahead to scale your settlement. Das ist jetzt natürlich unpraktisch, dass mir auch die Häuser hier direkt so unten links angezeigt wurden, weil ich habe ja jetzt hier schon unfassbar viel Fläche, die ich da gar nicht nutzen kann. Also ich hätte das vielleicht doch irgendwie so zentral wie nur möglich platzieren sollen. Aber das wird mich ja... Oh, guck mal, aber hier, das gibt richtig viele Punkte. 19, weil es auch an dem Wunder dran ist. Aber ist leider Invalid Terrain. 20! Bruder! 20! Collect points to get more contracts. Verträge. Contracts will reward you with new buildings. Okay, also ich sollte jetzt hier erstmal so... Alter, 25, aber leider Invalid Terrain. Man muss immer so ein bisschen gucken. Es gibt keine so richtigen Felder, sondern es ist fast so ein bisschen... pixelgenau, auch wenn man hier jetzt nicht so viele Pixel erkennen kann, wo ich denn dann plötzlich doch irgendwas hinsetzen könnte. Das sieht fast so ein bisschen aus wie so ein Marktstand und ich bin jetzt Level up. Next Level. Ah, okay, ich bin jetzt so puzzelmäßig unterwegs. Ich glaube, wir machen ein paar Puzzle-Level und dann werde ich vielleicht versuchen, doch in den Sandbox-Modus oder so zu gehen und eine gesamte Siedlung kurz hochzuziehen. Aber um reinzukommen, ist das sicherlich nicht so schlecht, hier kurz diese Puzzle-Level zu spielen. Und mal zu gucken, wie funktioniert das Ganze denn insgesamt, weil ich vermute mal, dass man so auch in die dementsprechenden Mechaniken eingeführt wird. Wie das denn so funktioniert. So, hier sieht man jetzt gleich, wir haben kein Wunder mehr nebendran, aber man bekommt auch Punkte, wird ja hier auch markiert, für zum Beispiel Viecher, die nebendran stehen. Die Viecher! Und kann dann da was hinsetzen. Hier gibt es jetzt zum Beispiel schon plus 14, plus 18 gibt es hier. Holy shit, muss ja gar nicht, ne? Also das daran gibt bestimmt auch ein paar Punkte, aber... Ich kann jetzt alles hier so im Einflussbereich nehmen. Man muss das gar nicht so mega angrenzend machen. Aber hier ist jetzt schön dazwischen, das heißt plus 20. Und jetzt bin ich schon wieder hier im nächsten Building Pack. Jetzt gibt's Farmland. Wenn man was mag, dann ist es... Oh, 35. Also simpel gehalten. Ich habe jetzt hier keine große Wirtschaft, auf die ich aufpassen müsste. Oder irgendwelche... Ressourcen, sondern ich bekomme einfach diese Packs daraus, diese verschiedenen
Sachen, die ich platzieren kann. Und da muss ich halt schauen, wo ist das denn am klügsten auf der Karte. Und kann vielleicht auch so ein bisschen schauen, wie sieht es ästhetisch aus. Also es ist wirklich was zum Runterkommen. Hier könnte ich mich jetzt auch schon entscheiden zwischen einem Haus, einem Farmland, einem Haus und einer Mine. Ich nehme jetzt natürlich mal die Mine, weil Farmland, das hatte ich ja vorher schon. So, die Mine, das haben wir doch vorher schon gesehen. Die könnte man hier zum Beispiel hinsetzen, oder? Hier gibt es sogar Minuspunkte, aber... Okay, hier gibt es sogar 17. Das ist aber eine wilde Mine. Also vor allem das Rad ist ja so absolut nicht rund. Ich weiß nicht, wie effizient sich das gestaltet oder ob das so überhaupt 1A funktioniert. Hier unten wäre, glaube ich, auch was gewesen, ne? Eine Copper Ore. Wir sind jetzt an einer Gold Ore. Also ganz klassisch wird jetzt hier so ein bisschen Gold herausgefarmt, ne? Man sieht hier auch, hier geht das so ein bisschen, das Licht leuchtet. Das Licht leuchtet auf und ab. So, gibt es wieder plus 25. Was ist das hier eigentlich? Ist das auch wieder ein Wonder oder ist das irgendwie so ein alter Tempel? So, Level complete jetzt schon wieder. Ich würde mir gerne noch kurz... Das ist auch wieder ein Wonder. Okay, Level 3 schauen wir uns noch an. Und dann gehe ich in den Sandbox-Modus. Das hier ist wohl eher so der Modus für die puzzlefreudigen Spieler und Spielerinnen, die so ein bisschen Bock hätten, hier so einzelne Karten zu lösen oder um halt reinzukommen, wie ich es gerade schon erklärt habe. Aber ich will ja vor allem gleich versuchen, eine möglichst große Siedlung hervorzuziehen. Was ist eigentlich auch mit diesen Contracts? To gain more contracts and earn buildings. Okay, das ist einfach in diesem Fall nur ein Wert. Ich muss einfach nur 5 Contracts erreichen bzw. erfüllen mit diesen Punkten. Also 10 Punkte wären dann wahrscheinlich wieder ein Contract, um das Level zu bewältigen. Contracts sind jetzt keine definierten Aufgaben, von wegen baue irgendwie 20 Häuser in einer Reihenfolge oder so. Ja, gut, machen wir hier mal wieder angrenzend. Plus 7. Und dann hier wunderschön plus 13. So, jetzt habe ich die Zahl erreicht und habe einen Contract bekommen. Ein Contractor bin ich. So würde man das wohl nennen. Plus 19. Plus 25. Aber da, ja, hier. Und jetzt wieder Farmland. So, also das wiederholt sich jetzt natürlich auch schon. So ein bisschen. Weil ich einfach schon wieder so unfassbar gut in dem Spiel geworden bin. Das dürft ihr ja immer nicht unterschätzen. Auch wenn ihr jetzt denkt, hä, das braucht doch gerade jetzt nicht so viel Auffassungsgabe. Der macht doch eigentlich nur einen Linksklick nach dem anderen und bewegt ein bisschen die Maus hin und her. Nein, nein. Da steckt schon, also ich bin mir schon sicher, im vorherigen Leben muss da doch irgendeine möglichst royale Funktion bei mir stattgefunden haben. Kann ich, glaube ich, sogar, kann ich hier 2 rausnehmen? Ja, könnte ich, ne? Aber ich kann es hier leider nirgends hinsetzen. Um jetzt zum Beispiel die plus 34 rauszuholen. Alter! 55. Weil die Mine, die snackt dann hier die Diamanten. Das dürften Diamanten sein. Crystal heißt es in diesem Fall. Das Bronze, Copper, Kupfer, Entschuldigung. Übersetzt der hier Copper mit Bronze? Kann man so einem YouTuber noch vertrauen in diesen Zeiten? Ist das schon den Shitstorm wert? Und hier ist auch noch Gold. So, okay, alles klar. Ich würde jetzt sagen, ich drücke jetzt hier auf, beende ich das Spiel direkt bei X. Also wenn ich jetzt auf Quit drücke. Nee, dann lande ich im Hauptmenü. Sehr gut. Weil dann würde ich jetzt einfach in den Sandbox-Modus gehen. The world is your canvas. Build whatever you want, however you want it. Ich hoffe, ich habe trotzdem irgendeine Möglichkeit zu verlieren oder so. Ja, eine kleine Herausforderung, die hätte man ja ganz gerne. Und wir spielen jetzt erstmal im Settlement. Diese Map Sizes müsste man kaufen. Einmal die Region und einmal den Continent. Ansonsten ist das Spiel tatsächlich komplett kostenlos. $20 und $10 kommen mir ein bisschen stramm vor für eine Erhöhung der Mapgröße. Wenn es wirklich nur die Erhöhung der Mapgröße ist. Also auch wenn der Rest kommt. Ach ja, ich könnte jetzt wirklich alles machen. Ich könnte jetzt hier einfach ganz relaxed so ein bisschen was zusammenbuddern oder wie. Ohne... Okay, also Moment, das ist dann wirklich nur optisch. Also hier könnte ich jetzt einfach nur wild irgendwie so ein paar Sachen hinsetzen. Wenn ich jetzt ganz viele Bogen nebeneinander setzen wollen würde, weil ich mir denke, ach, das ist super hübsch. Das ist vielleicht eher so ein bisschen hier, ich weiß nicht. Das wirkt so ein bisschen wie, naja, also dezente Beschäftigungstherapie für so einen Dreijährigen, ja? Wenn du dem einfach mal so die Maus in die Hand drücken willst oder im besten Fall das Tablet. Und so sagen, hier, da kannst du so viele Ritterbogen hinbauen, wie du irgendwie möchtest. Und dann hast du irgendwie so einen, ja, so einen kleinen dreijährigen religiösen Fanatiker da sitzen. Und der baut dann einfach überall Kirchen hin. Und sagt, Papa, Papa, schau mal,
Ich bin's, ich hab jetzt eine Sekte. Nee, dann gehen wir wieder zurück in die regulären Level. Da ist ja gar keine Herausforderung mehr drin. Ich will ja schon so ein bisschen gucken, wo passt was am besten hin. Also zurück in den Prosperity-Modus. Der wird ja bestimmt auch Free-Levels. Und hier kann man dann bestimmt auch nochmal Premium-Levels. Okay, das wäre jetzt ein 5er Support the Solo Developer mit einem kleinen Smiley auch noch mit bei. So ein 5er klingt da schon eine Ecke fairer. Ich würde aber vielleicht einfach alles unter so ein, also auch die anderen Maps unter so ein Premium-Modell setzen und dann sagen, da zahlst du dann halt einmal für die Premium-Variante. Das ist vielleicht... Habe ich jetzt das Level 4 aus irgendeinem Grund nicht beendet oder was? Habe ich doch vorher beendet. Hier direkt Level 5. Es schneit. Überall Schnee. City Sander? Oh. Ich spüre Lauten. Bewegen sich die? Ach so. Sah gerade so aus, als laufen die schneebedeckten Tannen da oben durch die Gegend. Das tun sie aber gar nicht. Die wackeln einfach nur ein bisschen strange. Okay, in die Berge kann ich das ja nicht bauen. Was ein bisschen schade ist, weil so ein Schloss in den Bergen ist schon immer nicht schlecht. So, jetzt das Haus. Das machen wir wieder hier schön. Unten rechts rein, Schaf damit getötet übrigens. Eiskalt ermordet. Es wird nie wieder zu seiner Familie zurückkehren. Noch, nee, guck mal, das Schaf ist wieder rausgekommen. Lebt das Schaf jetzt in dem Haus? Aber das sind doch kleine Menschen. Das ist ein kleiner Mensch. Da läuft ein kleiner Mensch rum. Lauf nicht weg, kleiner Mensch. Der kleine Mensch wird doch erfrieren da draußen. Der hat doch gar nichts an. Hey, warum läuft... Hey, die können auch hier über die Bogen laufen. Der steht einfach auf den Dächern. Das ist Ezio, Alter. Ezio, Alter. So, wieder ein Schaf ermordet. Das ist offensichtlich hier schon wieder eines meiner liebsten Hobbys. So. Jetzt gibt's wieder Farmland. Ist jetzt hier so ein bisschen unkritisch, weil wir haben sehr, sehr wenige grüne Spots in unserem Einflussbereich der Burg. Eigentlich nur hier unten, wo gefarmt werden kann. Warum habe ich denn vorher die Menschen nicht bemerkt? Wurden die gerade erst reingepatcht? Oh, wie sie da arbeiten. You lost? Wie ich lost? Also ich bin vielleicht lost, aber es kann doch nicht sein, dass ich verloren habe. Map ist ein bisschen anders. Oder war der Vulkan vorher schon da? Das war schlecht. Also das hat dem Spiel so nicht gefallen, was ich gemacht habe. Hey, der Vulkan... Ach, der ist immer noch da. Wieso geht denn der Vulkan weg? Einfach weil der im Einflussbereich ist. Na gut. Okay. Erneut. Ich mache das dann mal so, dass ich hier meine Häuserkette nach unten verlagere zu den Feldern, um da möglichst Synergieeffekte zu erzielen. Jetzt kann ich auch mal verlieren. Das finde ich ganz geil. Das gehört ja schon dazu. So, aber guck mal, dann gibt das hier nämlich deutlich mehr. Plus 30 in diesem Fall. Weil das halt auch direkt bei den Häusern ist. Die Leute wollen ja nicht ewig zur Arbeit latschen. Ich meine... Die haben da nichts als Pferde. Ich meine, wenn das so weitergeht, haben wir bald auch alle nur noch Pferde. Aber ich sehe da jetzt nichts so Schlimmes drin. Das schafft ja auch wieder Jobs. Und die Städte riechen endlich wieder nach gutem alten Pferdedung. So wie damals in meinem vorherigen Leben. So, die Mine habe ich gerade, glaube ich, vollkommen umsonst gekauft, weil ich ein Idiot bin. Weil wir haben den Vulkan ja gar nicht mehr. Das war etwas lost. Also ich hoffe, dass ich jetzt... Jetzt versage ich hier plötzlich bei Level 5 schon die ganze Zeit. Ach, guck mal, ich kann ja trotzdem... Warum kann ich das denn? Was sind das denn für krasse Farmer? Da sind Schafe auch wichtig. Aber die Schafe werden irgendwie immer nur gezählt, wenn sie ja in dem Radius drin sind. Und die laufen ja auch random herum. Deswegen, manchmal ist es vielleicht ganz sinnvoll, kurz ein bisschen zu warten. Zum Beispiel hier, bis sich das Schaf hierhin bewegt hätte, wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Alter, plus 37. Was für eine geile Hütte aber auch. So, was können wir hier denn als... Ja. So, ich habe die Mine aber gar nicht gebraucht bisher. Es ist alles noch in Ordnung. Was ist das hier denn? Eine Water Platform. Eine Lambermill. Und nochmal ein Haus. Okay, also eine Water-Plattform.
Was heißt das denn? Damit kann ich einfach mein Reich etwas erweitern. Das habe ich ja eigentlich perfekt jetzt hier hingebaut. Schön sieht das aus. Diese große Plattform. Sieht so ein bisschen aus, als hätten wir sie da aus Schiefer hingebaut. Würde ich jetzt vielleicht nicht als 1A tragfähiges Material empfehlen, aber wer bin ich schon? Und hier kann ich jetzt endlich mal ein bisschen Holz abbauen. Das ist die perfekte Ecke, oder? Das ist eine Top-Ecke. Das ist so eine geile Ecke dafür. Plus 40 gab das. Und einfach nochmal direkt eine Water-Plattform. Ich baue hier eine Stadt, die Wassermengen um sich herum zu nutzen weiß. Das Problem ist, ich sollte erst Gebäude da in die Nähe buddern. So, zum Beispiel hier nochmal die Lumber Mill hin. Zumindest, vielleicht kriege ich sie auch mit 16 dahin. Ich muss mal ein bisschen ranzoomen, ne? Solange sie rot ist, kann ich sie natürlich nicht hinsetzen. Ja, 16 scheint nicht machbar zu sein. Aber 12 geht. Ist jetzt nicht viel, aber besser als nichts. Als nichts. So, und den ganzen Aal. Oh, das wird jetzt aber schwierig, da die entsprechenden Punkte noch rauszuholen. Ich habe halt mit den Minen Fehler gemacht, ne? Es wurden Fehler gemacht. Wir müssen es zugeben. So, das gibt jetzt aber hier plus 35 nochmal. Wobei, ich habe noch so viele Häuser. Schwachsinn. Schwachsinn! Die Water-Plattform bringt mir halt so gar keine Punkte mehr, ne? Mein Einflussbereich ist dafür, ich hätte die Burg halt viel näher am besten Fall hier so unten hinsetzen sollen, damit ich auch das Wonder noch mitnutzen kann. Jetzt wird's puzzelig. Jetzt kommt so langsam eine Challenge mit rein, auf die ich Lust habe. Hier oben bringt mir das halt alles weniger irgendwie was. Ja, eine Mine kann ich halt nirgends hier hinbuddern. Die gibt dann halt 0 Punkte, aber... Ach nee, nee, kann ich Minen auch... Nee, ich kann nicht außerhalb meines Baubereichs, ne? Ich kann einfach nicht außerhalb meines Baubereichs bauen. Es gibt hier 49, Alter. Chancen wurden einfach vertan. Aber mal so richtig dick. Kriege ich hier irgendwie die 45? Ja. Das wird jetzt aber... Nee, das wird nicht knapp. Das wird nicht knapp. Wir brauchen ja nur noch 32 Punkte. Was heißt 32? Ich glaube, komplette Scheiße. Wir brauchen nicht 32 Punkte, wir brauchen 22. Und wie viele Punkte wir hier schon rauskriegen? Unsere Häusersiedlung ist das, was absolut reißt. Ja komm, mach mal hier, das sieht schön aus. In der Ecke. Das Level ist damit auch bewältigt. Und wenn ich jetzt weitermachen würde... Ach, dann könnte ich auch weiter picken. Also dann würde ich schon in so einem Aufbau landen. Da das jetzt auch gerade so ein bisschen mit Problemen und Hürden verbunden war, würde ich hier doch kurz noch so ein bisschen weiterbauen und schauen, wann mir hier meine schlechte Struktur dann wirklich zum Problem wird. Ich würde jetzt in diesem Fall mal das mittlere nehmen. In dem verzweifelten Versuch, hier nochmal eine Lumber Mill zu errichten, die nicht mit der anderen Lumber Mill in Konflikt gerät. Ich glaube, plus 10 hatte ich hier schon mal irgendwo zum rausholen, ne? Ja, plus 10 sind drin. Warte, warte. Aber ich krieg die, ich krieg doch, plus 10 hatte ich doch gerade. Ich hatte doch gerade plus 10. Dann krieg ich plus 10 nur, wenn es rot wird. Ja, ich glaube, es wird nur plus 8. Naja. Naja, ach komm. Farmland. Kann ich da auch Farmland draufbauen eigentlich hier auf die... Ja, ich könnte hier so eine kleine... Das ist eigentlich ganz cool. Auf dem Wasser gebaut. Auf dem Wasser geboren und auf dem Wasser gebaut. Plus 36. Da macht es vielleicht auch kurz nochmal hier... Sinn, nochmal so eine Hütte reinzusetzen, die hier nochmal so ein bisschen extra verbindet. Und dann kann ich mehr Hütten hier mitnehmen. Plus 40. Schön sieht das aus. Da lebt der Bauer. Ja. Er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Ja. Er lebt noch. Er lebt noch. Stirbt nicht. Sondern er bäuert durch die Gegend. Na hallo, bitte.
Plus 49. So. Sehr großes Feld, bewirtschaftet von einem einzigen kleinen Männlein. Minerals Warehouse. Ja, das sieht doch geil aus. Zwar nochmal eine Lambermill, die ich halt absolut nicht gebrauchen kann. Hieß doch auch was Neues, oder? Farm Warehouse. Mine kann ich aber auch absolut nicht gebrauchen. Man merkt wirklich, die Planung fällt mir auf die Füße. 200 Punkte müssen jetzt insgesamt schon erreicht werden. Ja, also man kann einfach, wenn man weiter so eine Challenge will, so ein Level halt weiterspielen. Hat dann die ganze Zeit diesen grottenhässlichen Next-Level-Button. Next Level, da unten rechts im Bild, aber ich, soweit ich das gerade im Blick habe, bin ich da eh drüber. Hallo! Okay, weil die kriege ich doch jetzt hier nirgends mehr hingesetzt. Außer hier ist irgendwo noch ein Platz. Das Spiel will nicht. Das Spiel will nicht, dass ich meine Lumbermill hier hinsetze. Aber dann ist es ja völlig ineffizient von mir gewesen. Auch schön, dass das unterschiedliche Grafik sind, ne? Hier, also unterschiedliche Grafiken von der, vom Holzfäller. Dann war das völlig ineffizient, den in die Mitte zu setzen, sondern man müsste die eigentlich so außenrum, dass sie sich nicht gegenseitig behindern. Es sind sogar drei verschiedene Grafiken. Ja, das, okay, das. Hä? Habe ich hier schon immer Holz gehabt? Hatte ich hier schon immer Holz? Vor der Hütte. Oder ist das neu? Scheint ein bisschen blind zu sein, aber das ist okay. Minerals Warehouse. So, was braucht das denn im Umfeld? Wahrscheinlich Minen. Ich gehe mal davon aus, dass das halt... Ja, guck mal hier, das wäre halt auch wieder... Das braucht halt Minen. Das ist Käse. Ich kann halt... den Radius nicht erweitern. Na, vielleicht scheitern wir jetzt hier gleich mit den Sachen, die wir da reinbekommen haben. Guck, wie viele Punkte das hier gäbe, ey. Ich habe leider keinen Platz. Deswegen machen wir entspannte plus 46. Nee, das sehe ich jetzt. Also das würde halt super viele Punkte jetzt bestimmt bringen, wenn wir bisher Minen gehabt hätten. Hier unten in der Ecke. Und die da hätten hinsetzen können. Damit es cool aussieht, mache ich jetzt hier noch minus 3. Einfach nur für den Look. Und das ist, was das hier eigentlich nur ein normales Haus. Das sieht auch wieder so geil anders aus, ne? Hä, das ist kein Haus, das ist eine Mine. Ach so. So ein geiles Haus. Ey, ja, guck mal, aber hier gibt das jetzt eben plus, ne? Also ich könnte jetzt halt hier eine Mine reinsetzen. Bringt mir halt wirklich einen feuchten Kehricht. Und jetzt habe ich versagt. Das Level bestanden, aber im endgültigen Aufbau dann doch noch versagt. So ein bisschen wie Grundschule hast du geschafft, aber für mehr reicht's leider nicht. Ein Levelchen schaue ich mir noch an. Nämlich Level Nummer 6. Oh, guck mal, herbstlich ist es. Was sind das hier denn? Sind das Chicken? So, City Center. Jetzt lerne ich ja langsam dazu. Also, Minen da zu haben, ist super wichtig. Das Wonder mit drin zu haben, ist super wichtig. So, den Vulkan kann ich hier in diesem Fall nämlich auch noch mitnehmen. Deswegen, ich sehe das hier eigentlich als ganz coole Position an. Die Goldminen da unten haben halt nicht drin, aber wir haben hier ganz, ganz viel Kopper. Mein Urgroßvater war kein Popper. Nein, er mochte Kopper. Die Häuser wieder schön. Die Häuser bauen wir, glaube ich, hier so. Oh, da ist ja auch nochmal eine. Häuser so ein bisschen vielleicht in die Richtung hier, ne? Was macht denn der Vulkan genau? A deadly place for many settlers. Da sollten wir wohl keine Häuser hinbauen. Ich baue trotzdem mal in die Richtung. Die sollen sich auch so ein bisschen bewusst sein. Weil der Vulkan ist sehr klein. Das ist ja eher eine heiße Quelle. Das ist eher eine Therme, wo man mal so ein bisschen die geschundenen Waden... Aua, aua! Und die hornhautüberzogenen Füße einweichen kann. Das war weirdly specific. Specific vor allem. Specific. Okay, so. Und dann hier nochmal. Plus 27 sogar. Schön. Jetzt Farmland. Da haben wir auch gelernt. Guck mal, und da sind... Ja, hier, man merkt's. Ne? Man sieht's, man merkt's. Ich kann eben so ein bisschen hier schauen, wo kriege ich auch möglichst viele geile Kühe rein. Jetzt kann ich mal zum Beispiel warnen, vielleicht läuft die eine Kuh. Komm. Vielleicht läuft die mir hier noch rein. Lauf rein. Liebe Kuh. Muh. Nein, nicht du. Du bist ja schon drin.
Ja, du von da oben. Ich bin der Kuhflüsterei. Und guck, jetzt kann ich nämlich 31 Punkte machen. So ein bisschen so ein Randomness-Faktor, der auch ein bisschen nervig sein könnte, wenn es einem jetzt wirklich auf jeden Punkt ankommt. Weil ich ja dann drauf achten muss, ey, wie bewegen die sich da gerade random durch die Gegend? Aber jetzt auch nicht katastrophal. So, und jetzt können wir halt auch wieder die Minen wählen. Das ist sehr praktisch. Da zählt auch der Vulkan dazu, ne? Weil durch den Vulkan gibt es hier jetzt einfach eiskalte 41 Punkte. Das schmeckt natürlich köstlich. Ebenso wie diese 42 Punkte. Ja, da sind auch, wenn Pferde und so drin sind, ne? Guck mal hier. Jetzt, das ging jetzt mal wieder so ein bisschen zu schnell. Ich nehme eine Lumbermill. Guck mal, wenn Pferde hier drin sind, die zählen ja auch dazu. Also, das sind so ein bisschen hier so die zufälligen Faktoren, wie die sich rumbewegen, wo man drauf achten kann, um noch ein bisschen mehr Punkte rauszuholen. Das kann man schon mal machen. Ja, weiter hier trotzdem, das ist so ein bisschen weiter. Das ist auch das Wunder, darf ich auch nicht ignorieren. Das gefällt mir bisher auch am schönsten so von der Gesamtästhetik, ja? Wie hier so schon dieser erste kleine Stadtteil so schön ineinander verschachtelt. Hinter der Burg leicht verschwindet das erste Feld, die freien Wildpferde, die noch herumrennen und gerade, glaube ich, fast diese Dame hier, sie ist ein bisschen weit weg, ich sag jetzt einfach mal, sie ist eine Dame, fast umgerannt hätten und Unglück über das ganze Dorf, weil es sind ja noch nicht so viele Einwohner, da kriegt man das ja mit, wenn jemand stirbt. Also ist sonst auch doof, aber ja, you know. So, hier kann ich jetzt halt wieder richtig viele Punkte rausputtern, aber eigentlich habe ich ja gelernt, dass das nicht so smart ist, aber ich kann auch genügend drumherum setzen, deswegen nehme ich die 70 einfach mit. Ja. Ich nehme es einfach mal mit. Ich tue es einfach. Water-Plattform sehe ich irgendwie noch so gar nicht, dass ich das bräuchte. Es hat auch so ein bisschen was vom Dorfromantik-Prinzip, aber eben ohne, ja, konkrete geometrische Formen. Aber man kann hier ja auch dann irgendwann quasi keine Karten mehr haben. In diesem Fall sind es halt die konkreten Gebäude. Habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Verlinke ich euch, weil ich nett bin. Ich verlink's euch. Ja, ich verlink's euch. Oben rechts im Video. Ihr braucht gar nicht so tun, als hättet ihr es nicht gesehen. Ich verlink's euch. Und wehe, ihr klickt nicht drauf. Zumindest nach dem Video. Oh, oh. Video. Oh, oh. Plus 44 Punkte schmecken sehr gut. Ob das hier jemand sonst noch tut? Warum rennen die Pferde weg? Ich hab Angst vor mir, weil die Siedlung zu groß wird, meine Macht. So, hier mal wieder. Hey, Moment. Das ist eine Mine und das ist eine Mine. Ich weiß ja nicht, dezent größere Grafik vielleicht. Ich baue die mal hier so an den Rand, dass sie sich mal hier nur das schnappt. Ich müsste auch wirklich das Wunder viel mehr nutzen. Eigentlich hätte ich hier in die Richtung bauen sollen. Aber ich tendiere manchmal zur Ästhetik und dafür stattdessen zur Ineffizienz. Das mag vorkommen. Oh, guck mal, wenn da jetzt kann ich den perfekten Moment anpassen. Da komm, 36. 36 nicht mehr mit. Wieso will mir das Spiel denn eigentlich so viele von diesen Water-Platforms die ganze Zeit ins Gesicht buddern? Das sehe ich gar nicht ein. Wann gibt es eigentlich mal klassische Windmühlen? Neulich gelernt, die Leute wollen Windmühlen sehen. Oh, hier ist auch nochmal ein schöner Wald, ne? Ich werde ihn nutzen. Benutzen. Oh, jetzt muss ich alles mit Feldern regeln übrigens. Also alles. Mein ganzes Leben. Basiert jetzt nur noch auf Feldern. Aber wirklich sehr schön finde ich diese ganzen verschiedenen Grafiken. Also das macht ja dann auch erst aus, dass das sich hier so malerisch ineinander fügt. Dass auch die Felder, hier haben wir jetzt ja schon drei verschiedene Grafiken, aber auch die ganzen Gebäude. Da wurde sich wirklich Mühe mitgegeben. Und hier wurde sich Kühe mitgegeben. Alter, schnell.
Die Chickens geben ja auch Plus, ne? Holy shit. Alter, da war ein Dicker. Ging sogar 46, 61 würde hier unten gehen. Das passt leider nicht. Vielleicht finde ich da später noch ein besseres, weil das ist sehr groß. Aber es sind auch gerade so viele in dem Bereich. Ja, komm, machen wir mal hier. Setz es mal. Nimm mal die 47 mit. Geht schöner, ja. So, und jetzt werde ich das Mineral Warehouse. Das Handelshaus, das Warenhaus, vielleicht auch das Lagerhaus für die Mineralien hoffentlich auch mal richtig platzieren, ne? Hier gibt es 29. Da oben gibt es 26. Ganz schön groß auch. Ich glaube, ich nehme die 29 hier. Dann nochmal eine kleine Lumbermill. Was auch immer der Lumber will, er bekommt von mir eine Lumbermill. 60. Das soll doch. Jetzt haben wir aber zwei gleiche Gebäude hier nebeneinander. Ich sehe das ganz genau, ne? Auch hier das rauszoomen. Da ist es. Auch die ganzen Vögel, die hier entlang fliegen. Zwar nie wirklich über die Insel. Wie weit kann ich eigentlich? Ist auch ein großes Meer. Ich bin ganz allein. Also, nicht ganz allein, weil da sind ja auch Menschen und Pferde. Die verfolgen mich einfach, ne? Ich versuche hier mal so eine Zweitsiedlung aufzumachen beim Wunder. Um das vielleicht gleich mal noch so ein bisschen effizienter nutzen zu können. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so eine schlechte Idee. 61. Was für ein riesiges Feld ist das denn? 53. So, Continue Level. Da will ich jetzt noch kurz mal weiterschauen. Ein Smith. Hoffentlich nicht Agent Smith. Und ein Inn. Gleich zwei neue Gebäude an dieser Stelle, die ich da mitnehmen kann. Nämlich eine Schmiede und ein Hotel, ein Gasthaus. Oh, Baby, sieht das schön aus. Ach, come on. Ach, bitte. Ach, das kann's doch nicht sein. Ach, sieht das schön aus. Ach, guck mal, jetzt wird's hier so langsam richtig mit diesen Straßen und allem. Ach, sieht das malerisch aus. Ich bemale hier gleich den Bildschirm für Freude. Vorfreude. Guck mal, jetzt kann ich das hier nämlich anfangen. Also später kann ich das nutzen. Jetzt gerade ist einfach jetzt eine gute Zeit, um hier weiter auszubauen, weil es so schön aussieht. Warum sind die ganzen Pferde in meinem Gasthaus? Ich wollte doch kein Pferdegasthaus aufmachen. Die laufen einfach über alles drüber, als gehört es ihnen. Vielleicht gehört es auch dem Pferd. Nein, die waren auch zuerst da. Ne? Um das mal hier schon auch ganz klar anzumerken. Alter, vielleicht, wenn ich das hier reingequetscht kriegen will, das wäre godlike. Nehmen wir mal 60. Was ich immer nur mit der Weather-Plattform hier soll, ne? I don't know, aber hier gab es hier doch gerade irgendwo Punkte, oder bin ich doof? Plus 4. Smith. The Smith. Wow. 90. Der hat auch so ein kleines Schild. Hier ganz an der Küste. Ey, sieht das schön aus, diese neuen Gebäude. Vor allem die größeren. Das sollte man sich auch nicht alles im Sandbox-Modus spoilern. Das sollte man wirklich nicht tun. Ein Wood Warehouse. Ist das beautiful. Jetzt fängt es dann doch nochmal an. Also ich dachte mir davor, ja, nettes kleines Spielprinzip. Da kann man mal kurz irgendwie so ein halbes Stündchen reinschauen, was ich jetzt auch schon tue. Das war mir irgendwie bewusst, dass die Aufnahme nicht so kurz werden dürfte, wie ich sie vielleicht angedacht hatte. Aber jetzt kickt so richtig dieses, ich möchte was Malerisches zusammenbauen Prinzip. Was Malerisches. Also, dass man wirklich Freude daran hat, wie sich so langsam alles ineinander fügt und irgendwie was Schönes ergibt. Und was Schönes kann man doch auch ab und zu einfach mal gebrauchen. Es müssen doch nicht immer diese Baldur-Spiele sein. Das muss es doch nicht immer sein. Ja,
Das ist jetzt ein guter Moment, glaube ich, um hier die Verbindung weiterzuschlagen. Mit dem Wanda. WandaVision. Aber es wird, glaube ich, nicht knapp. Ich kann die Minen ja dieses Mal wirklich anständig setzen. Na, wie man sieht hier. Die Minen geben ja diesmal wirklich die Punkte, die ich auch brauche, wenn ich eine Mine setze. Und dann ist das schon in Ordnung. Und währenddessen singt mir eine holde Maid ins Ohr. Sie sagt mir... Setz dich bitte weg. Ich kenne dich nicht. Was soll das? Setz dich doch nicht einfach neben mich unaufgefordert. Sag doch zumindest mal Hallo oder irgendwie sowas. Okay. Schon wieder ein mittelalterlicher Korb. Vielleicht sollte ich mal überdenken, wie ich Leute anspreche. Digga! Digga! Oh, ich sag zum König einfach nur, Digga. Ich sag zum König, Digga. Was mit den Steuern los? Was mit dem Kirchenzehnt? Ja, was soll das bloß, Digga? Ich sag zum König, Digga. Egal ob royales Blut, ich glaub, das tut dir nicht gut. Nein, ich sag, Digga. Ich sag zum König, Digga. Zum König, Digga. Ach ja, ey. Schön. So. Die Mine hier wird gerade irgendwie ein bisschen zum... Na, wird doch nicht zum Problem. Also so ein bisschen vielleicht. Ein bisschen. Wenn ich sie hier so irgendwo rein... Ja, 37, geil. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das lädt doch einfach so ein bisschen zum Mitsingen ein, ne? So ist es halt einfach. Jetzt hätte ich hier schon zwei Wood Warehouse. Vielleicht nochmal ein Minerals Warehouse. Minerals. Ich will einfach das hier so. Was, wie würde das denn laufen mit dem Wood? Das müsste doch da... Oh. Wenn ich jetzt da nochmal da vorne Lumbermill reinknall, dann ist ja aber gleich wirklich, dann ist ja aber gleich was los, sage ich euch. Wenn die hier halt irgendwo reinpassen würde. Ja, sie passt mit plus 18 rein. Ist okay. Guck mal hier. Plus 137. Plus 140. Plus 140! Wenn das mal nicht lecker ist. Jetzt ist nur die Frage, das Mineral Warehouse. Ja, okay, das wird jetzt ein Problem. Nee, ich habe einen Plan. Es ist einfach zu knapp. Es ist einfach leicht zu knapp, um noch die 35 Punkte vom Schmied mitzunehmen. Needs access to wood, mineral warehouses and the market. Okay, also hier bekommt man auch die Bestimmungen dazu, ne? Wenn man jetzt mal so ein bisschen nicht nur nach Gefühl spielen wollen würde. Oder hier zum Beispiel beim Inn steht bestimmt auch noch irgendwas bei. Manchmal funktioniert das nicht so gut, wenn man hier so drüber geht. Aber zum Inn gibt es auch irgendwie nichts. Okay, naja, egal. Ja, ich dachte, ich hätte wirklich einen Mörderplan. Also ich dachte, ich hätte einen Plan, der ist krass, aber ich hätte es einfach ein bisschen weiter nach oben setzen müssen dafür. So wären es wohl nur die 35. Und ich glaube, das ist auch leider mein Tod auf dieser Map. Aber ich habe sie gut gespielt. Ich habe sie schön gespielt. Ich habe viel erreicht. Und das schon bei Level 6. Ich habe sie schön gespielt. Ich habe sie gut gespielt. Ich habe viel erreicht. Und das schon bei Level 6. So, kann man mal hier, dann, dass die zumindest nicht alle hier so allein wohnen. So. 11 Contracts erfüllt. Och, sieht das schön aus. Toll. Ah, oh, beautiful. So toll und beautiful,
Wie es natürlich wäre, wenn ihr diesem Video hier eine Bewertung und einen Kommentar da lassen würdet, wenn es euch denn gefallen hat. Falls ihr den Kanal noch nicht kennt, dafür setze ich sogar meine Kopfhörer ab. Dann könnt ihr natürlich sehr gerne abonnieren und die Glocke drücken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht bei einem nächsten entspannten Video. Oder bei etwas, was noch etwas mehr Tempo und Action und Schießspiele hinter sich hat. Ja? Ciao, tschüttelde und reingehauen.